So, hallihallo Freunde. Hallo. Und willkommen zurück hier in Orania City. Können wir darüber sprechen, dass ich auf dem Rückweg durch den Dikda-Tunnel keinen einzigen Encounter hatte? Ja, es war ja auch nicht während der Aufnahme. Natürlich, ich muss erstmal jemandem Zerschneider beibringen. Das wäre tatsächlich... Moment. Mach es für Moment. Sushi. Mach es für Svante. Sushi. Ich hätte gerade eben schon Blitz holen können, weil ich kann Zerschneider nach dem zweiten Orden einsetzen. Wow. Wollen wir wetten, dass auf dem Rückweg durch die Hülle du wieder vielen Diktas entgegenkommen wirst? Ich werde das vermutlich so lange strecken, dass ich das offscreen machen kann. Bring es Sushi bei. Bring es Sushi bei. Stachelpore. Kann Sushi natürlich nicht. Ah. Wie soll ein Carpador... Stell dir vor, du hast Unkraut in deinem Garten. Ja. Und du wirfst deinen Karpfen, dass er dieses Unkraut beseitigt. Ja. Wie stellst du dir das vor? Äußerst effektiv natürlich. Wusstest du nicht, dass Karpfen äußerst elegant mit der Heckenschere umgehen können? Ich muss mir das gerade bildlich vorstellen. So, hier haben wir die nervigste Arena. Denn wir müssen die Schalter finden. Und hier nachdem wir den ersten Schalter gefunden haben, haben wir nur einen Versuch, den zweiten Schalter zu finden. Ah, ja, die. Ich glaube, da hast du wirklich mal eine ganze Folge für gebraucht. Ah, ja. Trainer, geh weg. Das hier ist kein Spielplatz. Ja, weil Spielplätze Spaß machen und die Arena hier nicht. Goddammit. Das hier ist halt eine Mülldeponie. Was erwartest du? Da ist überall nur Abfall drin. Und man hört Major Bob aus dem Off. Hast du meine Arena gerade eine Mülldeponie genannt? Ja. Ja, das habe ich. Und ich werde es jederzeit wieder tun. Komm. Spaghetto, mach. Mach irgendwas. Und Svante, du musst näher ans Mikrofon rangehen. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Herzlich willkommen zu einer neuen ASMR-Folge von Pokémon Rot. Mein Name ist Svante the Exiled und neben mir sitzt der Daro. Sag hallo, Herr Daro. Ich weiß gar nicht, ob man das gescheit versteht, weil ich nicht weiß, wie laut der Ingame-Sound ist. Ich bin mir ganz sicher, dass man das hören kann. Darauf basierend, wie doll es da ausschlägt. Das heißt, man müsste es eigentlich recht gut verstehen. Ja, vermutlich schon. Ich hoffe es mal. Ja. Wow, du hast mich überrascht. Mit der insane Stärke deiner so mächtigen Pokémon habe ich irgendwas... Oh Gott, ich muss gerade an das denken, was wir vorhin in den Nachrichten gesehen haben. Was haben wir denn vorhin in den Nachrichten? Ah. Ah. Du meinst den Hund? Nein, ich meine nicht den Hund. Was meinst du dann? Ich meine, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde ein Riegel. Komm schon. Nein! Ich meine, du kannst doch theoretisch einfach nachgucken. Hä? Da ist überall Abfall drin. Ja, nee, es wird ja resettet, nachdem ich es einmal falsch gemacht habe. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja, du merkst es. Es ist ziemlich ätzend. Okay, der erste ist... Die können wirklich überall sein. Die können natürlich überall sein. Oh Gott, ist das schlimm. Oh, hier ist schon wieder ein Hebel. Dann... Aber der zweite muss nebendran sein. Nein! Ist er wieder hier? Nein, nee. Jetzt ist er nicht mehr hier. Hass! 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 Wir brauchen Hass. This is hatred. Ja, auf jeden Fall. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Yay, da muss er jetzt ja aber eigentlich hier sein, oder? Nö. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall, ich meinte die Nachricht, dass ein Junge in seine... Dass ein Junge in Texas in seinen Kunstunterricht reingerannt ist und Überraschung gebrüllt hat. Ah, das. Ja, ja richtig. Ja. Eine sehr lustige Geschichte. Ja, das ist also total amüsant. Ha, 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 ha.
Haha, School Shootings. School Shootings are funny, am I right? Hier ist ein Hebel. Jetzt musst du mir sagen, welches Schloss muss... Rechts. Da war ich doch schon, oder? Komme ich nicht gerade von rechts? Ich meine ja. Ich habe nicht aufgepasst, scheiße. Links, komm mal. Nein. Ich hasse diese Arena. Hättest du mal rechts genommen. Ja, nein, rechts war nix. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Da ist nichts. Nein, hier ist immer noch nichts. Da ist noch nichts. Da ist einer. Also links oder oben? Ja. Für die Jane Chance. Wir versuchen einfach die ganze Zeit links, okay? Verdammt. Und nochmal unten anfangen. Mach einfach weiter, das ist mir so egal. Wer kam auf die Idee, dass das ein gutes Rätsel ist? Irgendwelche Japaner. Okay, wir haben jetzt eine 50-50 Chance wieder. Entweder rechts oder unten. Ich mach unten. Klingt gut. Verdammt. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts. Ich hasse Videospiele. Wie viele Hebel gibt's insgesamt? 2. Wow. Ich habe nur bis jetzt jede 50-50 Chance verkackt. Ja. Wie man sieht, Herr Daro sollte niemals Glücksspiel spielen. Der kriegt das nicht gebacken. Ja, weil man Glücksspiel ja auch so gebacken kriegen kann. Da ist nichts. Da, das heißt doch eigentlich, es können nur noch oben links oben und unten, oben und Mitte sein, oder? Hier ist nichts. Hier ist hä? Warte, geh mal nach ganz oben. Der hier? Ja. Und jetzt geh nach rechts. Ja! Geht doch! Hass! Nie wieder! Hey Kleiner, was machst du denn hier? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Denn ich bin kein guter Soldat. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor. Während den Pokémon-Feldzügen oder während den Pokémon... Kreuzzügen! Pokémon Wult! Nein, gib Voltoball kein X-Tempo. Nein, was mache ich denn jetzt? Denn Voltoball ist jetzt schneller. Voltoball benutzt Selbstzerstörung. Du meinst Explosion. Explosion! Explosion! Cool guys never look at explosions. Das Problem ist, das Schlimmste kommt ja noch. Weißt du, was als nächstes kommt? Was kommt als nächstes? Der Felstunnel. Okay. Das bedeutet? Riesiger unterirdischer Irrgarten, in dem du nichts siehst, weil Höhle. Klingt vielversprechend. Ja, klingt spaßig, gell? Hui. Ja. Yeah, yeah. Das wird ja was. Mal gucken, ob ich den Weg noch kann. Woo. Durch den Mondberg bin ich ja sehr gut durchgekommen, tatsächlich. Hat mich durchaus positiv überrascht, wie ich da durchgekommen bin. Und als nächstes kommt... Spaghetto. Es ist ein Let's Pikachu. Go. Pika, Pika. Pikachu. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich verstehe diesen... Warum ist Spaghetto eigentlich paralysiert? Was habe ich verpasst? Ich bin mir nicht sicher. Wann wurde Spaghetto paralysiert? Irgendwann unterwegs. Ich verstehe den Hype um Pikachu nicht so ganz. Habe ich es schon mal erwähnt? Oh, es ist ein Raichu. Es wurde übrigens auch eine Weiterentwicklung von Raichu geleakt. Stimmt, hatten wir es im Let's Play schon darüber? Ja, es wurde rausgenommen, weil es zu unbalanced war. Ah ja, genau, richtig, Goruchu. Ja.
Ah ja, stimmt, das wurde zuerst geleakt und dann hat man eben, dann wurde kurz darauf eine komplette Seite mit Pokémon gezeigt, wo halt auch logischerweise alte Pokémon sind. Und tot. Spaghetto ist tot. Oh nein. Deswegen spielen wir keine Nuzlocke. Ich geh mal auf Vogel. Ich weiß, ein Angriff und wir sind kaputt, aber Vogel kann die Erfahrung gut gebrauchen und ich hab einfach drauf spekuliert. Wir brauchen sowieso nur einen Angriff. 21! Ja, eben, ich hab Yeet! Wirbelwind, yay! Yeet! Der nützlichste Angriff im ganzen Spiel, nicht. Alter, das ist, Major Bob ist schon so ein richtiger Thick Boy. Wow! Das ist deine Rolle. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner! Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden! Den Dönerorden! Dao gewinnt Geld und einen Gratis-Gutschein für einen Döner. Nee, der nicht Döner, mal nur eine Stempelkarte. Der Dönerorden erhöht die Initiative deiner Pokémons. Außerdem können deine Pokémons nur jederzeit Fliegen einsetzen. Yay! I wanna fly! Du bist ein besonderer Junge. Dein Rucksack ist nun... Warum ist mein Rucksack voll? Ich habe die ganze Zeit Schutz gehabt. Okay. Du kannst theoretisch auch das Bootsticket jetzt wegwerfen, oder? Ich meine, das Boot ist weg. Habe ich das Bootsticket tatsächlich noch hier drin? Ja. Dieses Item ist zu wichtig. Ah, aber es besetzt deinen Inventarslot. Ah, wir können das Nugget verkaufen. Oh no, nicht die Nuggets. Ja doch, die bringen ja eh nur Geld. Und ich meine tatsächlich... Ah, nein, falsche Richtung. Ich meine tatsächlich, dass die TM, die uns Major Bob gibt, recht gut war. Da gibt's ein schönes... ein schönes Lied-Edit. Nein, ich möchte keinen Pokéball kaufen. Ich habe gerade einfach nur A gemasht aus irgendwelchen Gründen. Hallo, Ibims, 1 Käufer. Möchtest du 1 verkaufen? Nee, auf jeden Fall hat Tyler, the Creator, vor ein paar Wochen das Lied Okra rausgebracht, wo er eben so einen tollen Vergleich bringt namens I'm Big Mac, I'm Quarter Pound, You Chicken Nugget. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich finde den Vergleich ganz nice. Und es gab dann eben ein Edit, wo es war Okra, aber Tyler, the Creator, kann nur an Chicken Nuggets denken. Und jedes dritte Wort war einfach wirklich Chicken Nugget. Ah, Svante, ich glaube, du bist zu viel im Internet unterwegs. Sagt gerade der Richtige. Ja, aber... Wir hatten es bei unserem Podcast schon darüber. Übrigens, jeder, der das hier sieht, sollte sich auch unseren Podcast ansehen. Auch definitiv. Wenn der Podcast... Es geht darum, warum Let's Plays kacke sind und warum wir sie trotzdem machen. Ja. es geht zu der, auch wenn der Podcast wahrscheinlich mehrere Wochen vor diesem Let's Play herauskommt. Der habe ich schon geredet. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin ins falsche Haus gegangen. Wegen dir. Ah. Aber das sagt schon die richtige Person, die sich, wie bereits im Podcast zugegeben, sich jeden Tag Let's Plays zum Einschlafen einsieht. Du bist deutlich mehr mit denen unterwegs als ich. Auch wenn du das meistenteils nicht bei Bewusstsein tust. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor X Gehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémans gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5, also Daro, hast du 10 Pokémans gefangen? Ja! Du hast 11 verschiedene Pokémons gefangen, klasse. Ja, das hast du dir redlich, stimmt. Kraut hat sich ja weiterentwickelt. Und wir kriegen Blitz. Yay! Flash! Ah! Savior of the Universe! Nein. Warum? Ich hab warum gefragt. Warum nicht? Ah. Ich möchte erstmal wissen, warum. Ja, warum? Ja. Ist die Banane krumm? Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Richtig. Ja. Genau das. Ich möchte genau darauf hinweisen, dass in der Diktar-Höhle keine Diktars mehr sind. Ja, weil ich Schutz eingesetzt habe. Auch auf dem Weg hin bereits ist das nicht passiert, oder hast du da auch Schutz eingesetzt? Ja, habe ich auch Schutz eingesetzt. Ah, wow. Sag mal, passt du überhaupt hier auf, was ich hier tue? Sehe ich so aus? Tatsächlich, ja. Ich bin nur zum Reden da, Junge.
Ach so, du bist nur da, um zu unterhalten. Ja. Ich bin Entertainer. Ein Ententrainer. Ja. Ententrainer Svante möchte kämpfen. Da kannst du doch erzählen von dieser eigenen Geschichte damals, als du deine Ente trainiert hast, deine Quietsche-Ente, Kunststückchen zu machen. Hat nicht so funktioniert, ne? Nee. Weißt du mittlerweile, woran es gelegen hat? Ja, also die Sache ist, meine Quietsche-Ente... Moment. Hat... Moment. Goddammit. Ja, du kannst weiterreden. Also meine Quietsche-Ente hatte ein... Oh. Mikrofon sprechen. Ist das etwa ein Kraut Junior? Meine Quietsche-Ente hatte eine sehr schwierige Kindheit, bevor es zu mir gekommen ist. Der Vater war ein Gummibaron und hat dadurch ja quasi Sklaverei betrieben. Dadurch, dass er bereits noch nicht entstandene Quietsche-Entchen verkauft hat. Ich bin der Profi-Angler, ich liebe den Angelsport hier. Angelst du? Nein, wir wollen nicht. Oh, das ist aber wirklich schade. Wir Los, lass uns angeln. Yay. Das ist kein Platz für mein Geschenk. Ah, oh Gott. Habe ich es jetzt weggeworfen? Ja, auf jeden Fall. Der Vater war ein Gummibaron und hat dadurch quasi Quietsche-Entchen-Sklaverei betrieben. Und die Mutter war eine Quietsche-Ente, die bekanntlich sehr herumgekommen ist. Und ich wollte dem Quietsche-Entchen dann eben verschiedene Kunststückchen beibringen, aber da es in einem Ghetto aufgewachsen ist mit einer sehr hohen Kriminalitätsrate, hat das leider auch nicht funktioniert. Und im Endeffekt musste ich dann meinem Quietsche-Entchen beibringen, wie man Kokain an der nächsten Ecke verkaufen kann. Aber das hat es hingekriegt, da war es sogar sehr effektiv bei. Und dann wurde es irgendwann abgestochen. Ja, hat es wenigstens gequietscht, als es abgestochen wurde? Es war ein letztes sehr langes Quietschen. Können wir darüber sprechen, dass da eine Robbe auf dem Stuhl sitzt? Lass es doch. Auch Robben haben einen Platz am Tisch verdient. Möchtest du den vorlesen? Ich glaube, den möchtest du sehr gerne vorlesen. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Du solltest dir eine sehr unanstrengende Stimme für ihn suchen. Das ist keine Unanstrengende. Ich habe mehr als 100 Pokémons gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémons geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémons zu hören? Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft. Warm und kuschelig. Spektakulär. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Du hast keinen Platz für ein weiteres Item. Es ist ein scheiß Key-Item. Du kannst mir doch nicht... Wie viel? Ich habe so viele Key-Items hier. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich die nicht... Kann ich in der ersten Generation Items auf dem PC lagern? Das werden wir gleich sehen. Denn wir kriegen von ihm den Coupon fürs Fahrrad. Und Fahrrad wäre natürlich schon geil. Ja gut, Fahrrad wäre schon praktisch. Fahrrad wäre sehr geil. Warum braucht man überhaupt Daro schon einen PC ein? Nein, PC von Daro. Nein, ich wollte nicht... Nein, nein, nicht Lagerungssystem. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Yes. Item ablegen. Ich würde vorschlagen, dass du mit dem Bootsticket anfängst. Ja, absolut. Das Domfossil brauchen wir im Moment nicht. Domfossil wurde gelagert. Das Bootsticket brauchen wir nicht mehr. Bootsticket wurde gelagert. Zerschneider brauchen wir nicht mehr. VM01 wurde gelagert. Den Mondstein brauchen wir im Moment nicht. Mondstein wurde gelagert. Und weiter aufnehmen brauchen wir auch nicht, weil die Folge zu Ende ist. Yay! Yay, Freunde! Like if you like. Däumchen nach oben. Subscribe if you also like. Und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, die Glocke zu läuten. Ja, bimmelt die Glocke. Ding, ding. Bim, 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 bim. Tschüss. Auf Wiedersehen.